Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, wir stehen hier in Roth auf dem Marktplatz und heute wollen wir den fränkischen Wasserradweg fahren. Das ist so ein 390 Kilometer langer Radweg ums fränkische Seenland, südlich hier von Nürnberg, also quasi bei uns vor der Haustür. Ja, und jetzt über Pfingsten wollen wir diese Tour machen. Genau. Das Wetter ist super. Genau. Es soll auch so bleiben. Hoffen wir, ohne Gewitter. Hoffen wir, genau. Ja, und wir freuen uns einfach. Bis dann. Bis dann. Los geht's. Ja, da oben ist das erste Piktogramm des fränkischen Wasserradwegs, den wir in den nächsten Tagen fahren wollen. Na, bist wieder da? Ach, ich freue mich so, dass jetzt endlich wieder losgeht und wir heute zum ersten Mal im Zelt wieder schlafen können. Wahrscheinlich ist das morgen früh auch noch Sachen mit meinem Rücken. Ja, der fränkische Wasserradweg, den wir hier befahren, den gibt es erst seit 2019. Und er ist, wie gesagt, knapp 400 Kilometer lang und wir wollen den in 4 Tagen fahren. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ja, mal schauen. Wir werden hier und da vielleicht ein bisschen von abweichen. Aber im großen Ganzen wollen wir schon folgen. Ja? Ja. Genau. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß dann später beim Anschauen. Und wir beim Radfahren. Genau. Wir sind in Hilpoltstein. Das war richtig. Ja. Der Main-Donau-Kanal. Wir fahren jetzt am Main-Donau-Kanal entlang und zwar in Richtung Nürnberg wieder, da wo wir heute Morgen gestartet sind. Aber nur ein Stück. Nächste Station ist der Rotsee. Und da gibt es erstmal Frühstück. Genau. Frühstück. Genau. Camper-Idylle mit Kanalblick. Nach 19 Kilometern haben wir den Rotsee erreicht. Und hier machen wir jetzt erstmal Pause. So quietscht. Denkt man, der Zug fährt ein. Hier haben wir noch mal eine schöne Radelkarte. Wir sind heute hier gestartet in Roth, sind dann hier lang geradelt durch Hippolstein und befinden uns jetzt hier am Rotsee. Dann geht es für uns weiter über Allersberg, Postbauerheng nach Neumarkt und da folgen wir dann dem Donau-Ludwig-Main-Kanal runter über Mühlhausen
bis nach Beilngries. Das ist jetzt hier auf der Karte nicht mehr drauf. Und da wollen wir heute auf den Campingplatz gehen oder ein bisschen weiter, wie hieß er? Kratzmühle. Kratzmühle. Das ist unser Ziel für heute. Hier ist auch noch mal eine Karte vom Rotsee. Der Rotsee ist ja ein Stausee, der wurde 1985 bis 1993 angelegt. Hier ist die Staumauer und wir befinden uns jetzt hier unten am Seezentrum Heuberg an dieser Stelle und werden dann hier am Rotsee entlang langradeln nach Allersberg als nächster größerer Ort. Bist du jetzt satt? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich habe gestern so wenig gegessen. Claudia hat gestern zu wenig gegessen, ja. Genau. Nur geschlafen, ne? Ja. Eigentlich heißt es ja immer Essen, Schlafen, Essen, Schlafen. Bei mir war gestern nur Schlafen. Nur Schlafen bei Claudia. Ja. Das ist der ehemalige Bahnhof hier von Allersberg. Ach, ist eine schöne Ruhe hier im Wald. Ja. Wir sind ganz alleine fast unterwegs. Sehr schön. Ist auch auf so einer ehemaligen Bahntrasse, auf der wir hier fahren. Es ist jetzt kurz nach 11:30 und wir haben die ersten 30 Kilometer auf dem Fränkischen Wasserradweg geschafft. Der nächste Ort wird Postbauer Heng sein. Wir sind wieder im Grünen. Ihr müsst mal riechen, wenn ihr es riechen könntet, wie gut es duftet hier. Nach den ganzen schönen Blumen. Oh, wie fast schon wie Sommer. Ja, ne? Ja. Im Moment fahren wir nur auf dem Fränkischen Radweg. Das Wasser fehlt irgendwie. Ja. Aber es ist trotzdem sehr schön hier, auch wenn kein Wasser da ist. Bis Neumarkt sind es noch 10 Kilometer. Ja, wir sind jetzt gerade durch Postbauer Heng geradelt. Da bei der Namensfindung standen ja da immer zwei Namen zur Auswahl, ne? Postbauer Heng und oder Postbauer Peng. Da haben sich aber dann für Postbauer Heng entschieden.
Also, das ist ja ein Herr Fröhlich-Witz, ne? Ein fröhlicher Witz. Neumarkt erreicht. Wir befinden uns jetzt also in der Oberpfalz. Ludwig-Donau-Main-Kanal. Ja, wir stehen jetzt hier in Neumarkt am Ludwig-Donau-Main-Kanal und der Fränkische Wasserradweg macht jetzt noch eine Runde durch die Altstadt von Neumarkt. Die sparen wir uns jetzt mal. Wir fahren jetzt gleich weiter am Ludwig-Donau-Main-Kanal in Richtung Beilngries. Genau. Fränkischer Wasserradweg, wir sind noch richtig. Claudias Heuschnupfen. Das müsst jetzt raus. Ja, hier am Ludwig-Donau-Main-Kanal sind wir schon des Öfteren lang geradelt. Wir haben es auch schon mehrfach verfilmt. Ja. Fünf-Flüsse-Radweg geht hier auch lang, sind wir auch schon gefahren. Ja, und jetzt. Letztes Mal sind wir in die Richtung, glaube ich, gefahren und jetzt geht es wieder in diese Richtung, Richtung Berching, Beilngries. Hier bei Neumarkt ist ja der Hauptsitz der Baufirma Max Bögel und die bauen ja auch hier die Strecke für den Transrapid. Da ist hier ein Stück aufgebaut und hier fährt auch immer so ein Transrapid zu Testzwecken, Vorführzwecken, ich weiß es nicht genau. Da sieht man einen Teil der Strecke. Ja, und hier sieht man noch mal so ein Transrapid. Jetzt wäre mal eine Pause recht. Ein Biergarten. Ja, wir schauen mal nach einem Biergarten. Wir sind hier in Mühlhausen.
Und hier haben wir jetzt mal unseren Trek verlassen, auf der Suche nach einer Kneipe. Wir haben jetzt jemanden gefragt, der meint, hier gäbe es eine, wo man auch draußen sitzen kann. Die suchen wir jetzt mal. Ah, das schaut doch gut aus. So, das war jetzt nochmal eine schöne Radlerpause. Und nun geht's weiter Richtung Beilngries. Ja, da steht's. So, wir haben unseren Trek wieder erreicht. Fränkischer Wasserradweg. Hier stimmt das wieder mit dem Wasser. Am Ludwig-Donau-Main-Kanal. Ja, wie gesagt, den haben wir ja schon mehrfach verfilmt. Wer sich das anschauen will, auf unserer Tour 2018, erste Etappe, Alpe-Adria-Radweg, also von Nürnberg aus sind wir hier lang gefahren. Und auch die letzte Etappe des Fünf-Flüsse-Radwegs, Oktober 2020 war das. Da sind wir hier in die Gegenrichtung. In der Gegenrichtung sind wir da hier lang gefahren. Da gibt es auch alle Details hier zum Main-Donau-Kanal. Das muss ich jetzt nicht nochmal aufsagen. Und hier liegt wieder das alte Treidelschiff Alma Victoria, gebaut im Jahr 1933. Ja, Claudia versucht jetzt nochmal auf dem Campingplatz in Kratzmühle, das ist so kurz hinter Beilngries, anzurufen, ob das heute klar geht, dass wir da übernachten können. Auf dem Campingplatz Kratzmühle haben übrigens auch Linde und Carsten vom Kanal Carsten Sürich übernachtet. Denen haben wir das auch zu verdanken, dass wir hier diesen Radweg, den Fränkischen Wasserradweg fahren. Die sind den nämlich im Jahr 2021 schon gefahren und haben das ganz toll verfilmt auf ihrem Kanal. Also sehr sehenswert. Also wer es mal anschauen will, Kanal Carsten Sürich, einfach mal reinschauen. Ja, bei dem Campingplatz in Kratzmühle war bloß der AB dran, Anrufbeantworter, dass alles belegt sei heute. Angeblich ja. Ja, jetzt schauen wir mal. Wir fahren ja vorher in Beilngries auch noch mal an einem Campingplatz vorbei. Da werden wir mal fragen, ob da was frei ist. Und ansonsten fahren wir wirklich mal auf gut Glück hin. Genau. Vielleicht kriegen wir doch noch einen Platz. Wir schauen mal. Ja. Wir sind in Berching. Dafür, dass es den Radweg erst seit 2019 gibt, ist der Straßenbelag aber schon ziemlich alt hier. Fotopause. Beilngries wurde ja vor 1140 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt. Ich weiß ja nicht, wie lang dieses Video hier auf YouTube zu schauen ist. Aber wenn das Video in 60 Jahren angeschaut wird,
dann ist Berlin-Gries 1200 Jahre alt. Servus. So, das war hier die Schleuse, Berching. Wir sind ja jetzt nicht mehr am Ludwig-Donau-Main-Kanal, sondern am Main-Donau-Kanal. Welche Flüsse verband der Kanal nochmal, Claudia? Ich vergesse das immer wieder. Weiß ich nicht. Ja, was soll ich das wissen? Ich weiß es erst recht nicht. Wenn du das nicht weißt. Das schneide ich raus, Claudia. Das kommt nicht im Film. Das war jetzt ein Witz. Wir sind jetzt in Plankstetten. Und vor uns liegt das bekannte Benediktinerkloster Plankstetten. Das Kloster Plankstetten. So. Wir haben jetzt gerade hier diesen Abzweig verpasst. Sind zu weit gefahren und mussten jetzt natürlich wieder bergauf zurückfahren. Mit großem Gang. Mit großem Gang, die Claudia. Ja, wir sind jetzt kurz vor Beilngries hier. Claudia hat noch ein Foto geschossen. Haben jetzt hier auf dem Radweg circa, was haben wir, so 81, 82 Kilometer sind wir bis jetzt gefahren. Vorher auch schon so 4 Kilometer bis zum Bahnhof in Fach. Ja, und jetzt haben wir es nicht mehr weit. Und wir hoffen mal, dass es mit irgendeinem der Campingplätze klappen wird. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Was wir machen. Ja. Irgendwo geht's aber, wir sind falsch schon wieder, Claudia. Wir hätten da rechts ab. Nach links. Da war nach links ein Schild. Nee, da wären wir gekommen. Also den Abzweig muss man erstmal sehen. Ah. Naja, wir haben ja unsere Susi, ne? Die merkt ja alles. Das ist der Campingplatz Beilngries. Jetzt müssen wir ja nur noch den Eingang finden. Ich befürchte fast, wir müssen wieder ein Stück zurückfahren. So, es hat geklappt mit dem Campingplatz hier in Beilngries. Ja. 25 Euro hat sie gekostet. Das ist okay. Genau. Wir sind jetzt nochmal in Ort zurück, nochmal ein paar Kaltgetränke besorgt und ja, bauen dann hier unser Zelt auf. Genau. Ja. Wir melden uns später nochmal. Ja. Das war unser erster Tag auf dem fränkischen Wasserradweg. Wir sind heute in Roth gestartet und über Neumarkt hier bis nach Beilngries gefahren. Das waren so gute 90 Kilometer insgesamt heute. Wir sind ja noch zum Bahnhof in Fach gefahren, sind wir heute 95 Kilometer gefahren. Ja, aber sehr schöne Strecke. Ja, hat uns gut gefallen, ließ sich super fahren, waren schöne Radwege. Die Ausschilderung war auch super. Ja, ein paar Mal haben wir uns schon verfahren. Ja, ein paar Mal haben wir uns natürlich wieder verfahren, aber alles gut. Und hier der Campingplatz in Beilngries, der ist auch gut. Ne? Kann man weiterempfehlen. Kann man weiterempfehlen. Jetzt haben wir hier schon gegessen oder Claudia isst immer noch. Ja, genau. Genau. Und wir freuen uns auf die nächsten Tage. Also, das war's. Bis dann.